Ich bin Torben. Ich bin Sam. Hallo, ich bin Lotte. Moin, ich bin Alina. Hallo, ich bin Denise. Wir begrüßen euch heute ganz herzlich zum Gottesdienst. Heute am 3. Mai. Zu Jubilate. Jauzet, frohlocket. So heißt eigentlich dieser Gottesdienst. Das ist das Thema. Und heute wäre vielleicht deine Konfirmation gewesen, an so einem freudigen Tag. Jubilate, jauzet, frohlocket. Doch leider können wir deine Konfirmation heute nicht feiern. Leider mussten wir die gesamten Konfirmationen verschieben, auf unbestimmte Zeit. Denn durch Corona geht es leider nicht. Corona und Gottesdienst, das passt nicht zusammen. Können wir uns daher eigentlich überhaupt heute freuen? Können wir uns allgemein freuen in dieser Corona-Zeit, wo doch Corona alltäglich unseren Alltag verändert, wo die Maßnahmen jeden Tag wieder aufs Neue unseren Alltag prägen. Daher ist es gut, vielleicht doch heute Gottesdienst zu feiern, dass wir uns wieder auf Gott besinnen, dass wir erstmal wieder mal ruhig werden in dieser Zeit. Daher lade ich euch ein, heute nun mit uns gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Mit mir, ich heiße Matthias Rentsch, bin Diakon hier im Kirchenkreis Friesland-Wilhelmshaven und mit einigen meiner Teamer, die mit mir gemeinsam diesen Gottesdienst gestalten. Ich wünsche euch viel Freude. Eine Kerze brennt im Namen des Gottes, des Vaters. Am Anfang sprach Gott, es werde Licht. Da wurde es hell und siehe, es war sehr gut. Eine Kerze brennt im Namen Gottes, des Sohnes. Jesus Christus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir vertraut, der muss sich nicht mehr fürchten vor den Dunkelheiten seines Lebens. Eine Kerze brennt im Namen Gottes, des Heiligen Geistes. Gottes Geist gibt uns Kraft und Mut für unser Leben. Drei Kerzen, wir feiern den Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Beten wir den Psalm 66. Jauchzet Gott alle Lande, lobt Dinge zur Ehre seines Namens, rühmt ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Lande bete dich an und Lob singe dir, Lob singe deinem Namen. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist, in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie gingen zu Fuß durch den Strom,
Dort wollen wir uns seiner freuen. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, alle Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Lobet ihr Völker unseren Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seele am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht leiden. Amen. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Sonne sehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Sonne sehen. Gott gab uns Ohren, damit Paulus aber stand mitten auf den Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar auf dem unbekannten Gott. Nun verkünde ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von den Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen wollen. Dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden können. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei uns gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttliche Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Ungewissheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alles an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen freien Tag gesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein anderes Mal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysos, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Wir konnten gerade die Rede des Apostels Paulus hören, die er von den Männern von Athen auf den Areopag gehalten hatte. Der Areopag war der Gerichtsort der Athener. Paulus verkündete das Evangelium von Jesus Christus und die Auferstehung in der gesamten Stadt Athen. Nun musste er sich verteidigen und seine Lehre vertreten. Die Griechen hatten viele Götter und daher auch viele Tempel, Heiligtümer und Altäre. Und sie hatten auch einen Altar für einen unbekannten Gott, da sie sicher gehen wollten, dass sie keinen Gott vergaßen. Auf diesen Altar, auf diesen unbekannten Gott, nahm Paulus Bezug, als er mit ihnen sprach. Paulus sagte: Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen,
als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Gott ist viel größer und mächtiger, als wir ihn uns vorstellen können. Unsere Gedanken, unsere Namen, für ihn können seine Taten gar nicht in Worte fassen. Da Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Leben, alles geschaffen hat, uns geschaffen hat, ist größer, als wir Menschen es je begreifen können. Der Herr der Herrscher, groß und mächtig, allerhöchster Gott, das sind alles Titel in der Bibel, die versuchen, Gott begreiflich zu machen und ihm einen Namen zu geben. Auch Mose fragte Gott einst nach seinem Namen, als er am brennenden Dornbusch stand. Und Gott antwortete, ich bin, der ich sein werde. Wie Paulus bei den Athenern versuchen wir Menschen Gott uns durch die Schöpfung zu erklären und zu begreifen. Schon seit Beginn der Menschheit wunderten sich die Menschen über die Natur. Das muss ein Gott geschaffen haben. Hinter der Evolution, hinter dem Leben, da muss ein Schöpfer stecken. So entstanden auch gleich zu Beginn der Bibel zwei Schöpfungsgeschichten. Der erste Schöpfungsbericht kennt ihr bestimmt. Gott erschuf die Welt in 6 Tagen. Gott erschuf zunächst Licht und Dunkelheit, Himmel und Erde, das Wasser und das trockene Land, Pflanzen, Fische, Tiere, die Vögel und zum Schluss den Menschen, uns. Die Menschen konnten in dieser Erzählung, in diesem eigentlichen Lied, die Größe Gottes fassen. In der Schöpfungsgeschichte konnten sich die Menschen vor 3000 Jahren und früher einen Anfang der Welt sich vorstellen, ohne den Anspruch, dass dies genauso geschehen sein muss. Ich stelle sie mir am Lagerfeuer vor, wie sie da abends sitzen unterm Sternhimmel und sich gegenseitig die verschiedenen Schöpfungsgeschichten erzählen, wie sie sich jeweils vorstellen, wie Gott die Welt geschaffen hat. Ich staune auch immer wieder, wenn ich nachts draußen bin und den Sternhimmel sehe und mir die Größe des Universums vorstelle. Das alles soll aus dem Nichts geschaffen worden sein? Aus einem Urknall? Oder gibt es vielleicht doch einen Gott, der dies alles erschuf? Und das muss ein sehr mächtiger Gott sein. Und dieser Gott, der soll mich ganz persönlich kennen? Das ist eigentlich unbegreiflich. Ich wurde ganz Mensch, in einem kleinen Stall zu Bethlehem geboren, vor knapp 2000 Jahren. Arm, schwach und nackt. Erlebte knapp 30 Jahre lang auf dieser Welt als einfacher Zimmermann in Nazareth. Nicht in einem Palast. Und zum Ende seines Lebens hat er all die Schuld der Welt, alles was schlecht ist, auf sich genommen und ist am Kreuz für uns gestorben. Ein für alle Mal wurde dieser Schuldschein getilgt. Und 3 Tage später ist er auferstanden von den Toten. Dies haben wir Ostern gefeiert. Und dann ist er später in den Himmel aufgefahren. Diese frohmachende Botschaft der Auferstehung Jesu hat Paulus in Athen verkündet. Und von Jerusalem aus ist diese Botschaft, dass Gott lebt, in die gesamte Welt gegangen. Zunächst im Mittelmeerraum, dann über Paulus nach Europa. Und diese Botschaft geben wir weiter bis heute. Und die ist zu uns gekommen, zu dir und zu mir. Nun, wo heute eigentlich deine Konfirmation gewesen wäre, hättest du deinen Glauben bejaht, hättest du in der Kirche vor allem gesprochen, ja, ich möchte mich auf den Weg machen, ich möchte mit Gott gehen, Gott soll mich begleiten, Gott soll immer für mich da sein, ich kann zu ihm kommen, zu jeder Zeit. Und Gott ist immer da, Gott ist da, wenn wir uns einsam fühlen, wenn wir uns schwach fühlen, wenn der Tag schlecht ist, Gott ist da. Auch wenn wir uns freuen, wenn wir glücklich sind. Gott ist immer da und immer für uns da. Auch in dieser schweren Zeit von Corona
Er lässt uns nicht alleine, sondern er begleitet uns auf unserem Weg, durch dick und dünn. Aber Gott kontrolliert oder überwacht uns nicht, wie Big Brother is watching you. So ist Gott nicht. Viele sagen immer, warum lässt Gott eigentlich dieses ganze Leid auf der Welt zu? Wenn es Gott gibt, wenn er so allmächtig ist, warum tut er das? Warum greift er nicht ein? Gott hat uns Menschen geschaffen, damit wir die Welt beschützen und behüten. Er hilft uns dabei, indem wir auf andere Menschen zugehen, indem wir ihnen helfen, indem wir versuchen, die Welt ein Stück besser zu machen. Es ist so schön zu sehen in dieser Zeit, dass wir Menschen durch Corona nun auch wieder mehr zusammenrücken. Wir achten aufeinander, wir passen aufeinander auf, wir helfen uns gegenseitig. Es gibt so viele Menschen hier in Wilhelmshaven, die für ihre Nachbarn einkaufen gehen oder die mal Freunde, Bekannte, Gemeindemitglieder oder Leute aus der Nachbarschaft anrufen und fragen, wie geht es dir? Kann ich dir helfen? Kann ich etwas für dich tun? Soll ich für dich einkaufen gehen und es dann vor deine Tür stellen? Oder einfach nur da sein und ein Wort auszutauschen, voneinander zu wissen, das tut so gut. Es gibt so viele Menschen in der Gemeinde, die für uns alle beten, dass wir beschützt und behütet bleiben. Das sind positive Aspekte durch Corona, dass die Menschen wieder aufeinander achten, wieder miteinander zusammen gut durch diese Zeit kommen. Es ist gut, auf Menschen zuzugehen, auch in der Corona-Zeit, aber mit einem gewissen Abstand, damit wir uns gegenseitig schützen. Jesus hat einmal gesagt, was du dem geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan. Und daher kann ich euch einfach nur einladen, wenn ihr nun wieder in die Schule geht oder auf dem Arbeitsplatz oder einfach in eurem Stadtteil, geht doch einfach mal auf jemanden zu und fragt ihn einfach mal ganz konkret, wie geht es dir? Kann ich dir helfen? Denn was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Amen. Wir haben Jugendliche gefragt, wie es ihnen in der Corona-Zeit gibt. Welche Ängste und Sorgen haben sie? Aber was ist vielleicht auch gut an der Corona-Zeit? An Corona finde ich schlecht, dass ich nicht mehr zum Sport gehen kann. Menschen sterben, Unsicherheit, wie es weitergeht und Einsamkeit. Ich habe Angst, wenn die Schule wieder beginnt, dass ich hin muss und mich infiziere und dadurch meine Mutter anstecke. Sie hat eine Lungenvorerkrankung. Eine Vorerkrankung und gehöre somit zur Risikogruppe. Meine größte Angst bzw. Sorge ist aber nicht, dass ich im besagten Virus erkranke, sondern dass ich nicht mehr zur Schule gehen darf. Ich habe Respekt davor, mir den Schulstoff selber beibringen zu müssen. Außerdem geht ein Großteil meiner Freunde auf meine Schule. Diese nicht wiedersehen zu können, ist sehr schwer, weil ich ein sehr geselliger, aufgeschlossener und extrovertierter Mensch bin. Außerdem befürchte ich, dass sich die Maßnahmen der Regierung negativ auf das Miteinander unter uns allen auswirkt. Dass die neuen Regelungen uns allen nur noch mehr Angst machen, weshalb viele nur noch auf sich selbst achten und egoistisch handeln. Nehmen wir uns ein Beispiel am kürzlich verhängten Anordnungen namens Social Distancing. Gut an Corona ist, dass wir wieder zusammenwachsen. Dass sich die Natur von den Touristen erholt. Zum Beispiel die Kanäle in Venedig. Aber an Corona finde ich trotzdem einiges doof. Zum einen bekommen wir digitale Hausaufgaben, die mehr Inhalte haben, als wir sozusagen im Unterricht gemacht haben. Außerdem höre ich in meinem Praxisbetrieb 3 Wochen vor den Ferien auf, da es abgesagt wurde. Das Schlimmste für mich aber, auch für meine Mitschüler, ist, dass wir uns nicht mehr in unserer Einrichtung treffen dürfen. Wir waren da 2 Tage die Woche und konnten unsere Klienten nicht einmal Tschüss sagen oder nette Worte auf ihrem Weg geben, da sie die als Mutmacher brauchen. Lass uns gemeinsam beten. Gott, du hast eben die ganzen Eindrücke gehört, die Teamerinnen und Teamer eben vorgetragen haben. Die Eindrücke von Jugendlichen, die uns ihre Ängste, ihre Befürchtungen und Sorgen geschickt haben. Aber auch das, was in dieser Zeit vielleicht positiv für sie ist.
in der Zeit von Corona. Gott, du siehst, wie es in vielen Familien zugeht, wo die Menschen aufeinander hocken, wo sie hoffen, dass vielleicht hoffentlich bald wieder der Alltag beginnt. Wie die Kinder, die zu Hause sein müssen, wie die Schülerinnen und Schüler, die zu Hause digital lernen müssen, die Hausaufgaben bekommen, digitalen Unterricht und dass ihnen gar nicht leicht fällt. Gott, du weißt, dass nun langsam wieder die Schule beginnt. Bitte beschütze und behüte alle Schülerinnen und Schüler, die Lehrer und Lehrerinnen, alle, die diesen Alltag in ganz anderen Voraussetzungen gestalten müssen. Wir möchten auch an die Erzieherinnen und Erzieher denken, an die Pfleger und Pflegerinnen, die Ärztinnen und Ärzte, an alle, die in dieser Zeit der Pandemie unsere Gesellschaft am Laufen halten. Ich denke auch an die Polizei, an die Feuerwehr, an die Politiker, an die Notfallseelsorger, die in dieser Zeit besonders viel zu tun haben, da es den Menschen schlecht geht. Gott, beschütze und begleite uns nun in dieser Zeit. In der Zeit, wo wir uns nicht wissen, wie der Alltag ist, wo jeder Tag anders ist. Bitte stärke uns und sei ein Licht auf dem Weg. Besonders denke ich an die Konfirmanden und Konfirmandinnen, die nun in diesen Wochen konfirmiert worden wären, wo die Konfirmation ausfällt. Bitte sei du bei ihnen und tröste sie. Die Konfirmation ist nur verschoben. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir gemeinsam die Konfirmation feiern können. Und alles Weitere, was wir auf dem Herzen haben, legen wir in das Gebet, was du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich hoffe. Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu. Da rühren sich Himmel und Erde, das Leben Erde und Haus. Da rühren sich Himmel und Erde, das Leben Erde unter uns. Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Du bist der Schöpfer des Universums, du bist der König der Könige. Du bist der Herr über alle Herren in Ewigkeit. Du bist der Anfang und auch das Ende. Du bist der Gott, der die Herzen kennt. Du bist der Hirte, der seine Schafe beim Namen nennt. Du hast Worte des ewigen Lebens und das gibst du den Menschen umsonst. Wer dich sucht von den lässt du dich finden
weil du die Menschen liebst. Na 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 na. Du bist der Hirte, der nie zu spät kommt. Du bist der Retter in großer Not. Du bist der Vater, der seine Kinder nie verlässt. Du hast Vater des ewigen Lebens und das gibst du den Menschen umsonst. Wer dich suchen, den lässt du dich finden, weil du die Menschen liebst.